Ja, wir stehen total unter Schock. Unser Elefantenmädchen Kibale ist gestern ganz plötzlich verstorben. Sie hat am Vortag eigentlich keine Symptome gezeigt, hat nur etwas matt gewirkt. Trotzdem haben wir sie ständig beobachtet und sie ist dann vor den Augen von Tierpflegern und Tierärzten plötzlich umgefallen und war sofort tot. Ja, das ist wirklich echt lieb. Ja, Kibale ist an akutem Herzversagen gestorben. Das kann ja leider bei Mensch und Tier in jedem Alter vorkommen. Die pathologische Untersuchung hat uns auch bestätigt, dass wir leider vollkommen machtlos waren. Wir hätten jetzt am kommenden Dienstag den 2. Geburtstag von der Kibale gefeiert und jetzt eben dieser Schicksalsschlag. Eigentlich können wir noch gar nicht fassen, dass sie nicht mehr da ist. 23. Dann haben wir 1 vor 10, dann haben wir 4. Besonders schwer ist das Ganze natürlich für die Mutter, für die Numbi. Uns war es ganz wichtig, dass sie gut Abschied nehmen konnte von ihrem Jungtier und auch die restliche Herde. Und die Numbi bekommt jetzt natürlich besonders viel Aufmerksamkeit von den Tierpflegern.